Ich begrüße Carsten Müller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FCE, vor der Kamera. Glück auf, Carsten. Hallo, Glück auf, Ronny. Vielleicht mal ein Rückblick auf die vergangene Saison. Unsere U15 ist aufgestiegen, die U14 ist Erster in ihrer Liga geworden. Wie schätzt du die vergangene Saison ein? Ja, also grundlegend bin ich erstmal genauso wie meine Kollegen unheimlich zufrieden gewesen, dass wir viele der Ziele, die wir uns vor der Saison vereinbart haben, auch realisieren konnten. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, nochmal mich bei der aktiven Fanszene bedanken, weil was dort in Halle letztendlich für Support war, das war richtig gut. Und auch da ein kleiner Punkt auch dazu, dass wir das große Ziel Ausstieg erreichen konnten mit unserer U15-Mannschaft. Ja, die U12 war auch erfolgreich, hat auch ihre Liga gewonnen. Nicht zu vergessen, die ordentlichen Platzierungen im Bereich der U19, der U17 und auch der U13. Also grundlegend ein erfolgreiches Jahr. Wir wissen aber auch, dass wir in allen Bereichen auch trotzdem noch Luft nach oben haben. Jetzt beginnt die neue Saison in 14 Tagen, glaube ich. Wir sehen gerade die U19 hinten im Hintergrund für Porträtfotos. Wer übernimmt denn im neuen Jahr die U19, nachdem Mark Hensel ins Trainerteam der ersten Mannschaft aufgestiegen ist? Ja. Also da haben wir im Prinzip folgende Regelung gefunden, dass wir gesagt haben, wir werden intern, sage ich mal, die Position neu besetzen. Das heißt, dass der Rastislav Hudul den Verantwortungsbereich gewechselt hat, er dementsprechend jetzt den U19-Trainer stellt und der Philipp Haug dementsprechend eine Position nachrückt, den U17-Bereich übernimmt und wir einzig und allein im Bereich der U13 einen neuen Trainer gewinnen könnten und sind damit, denke ich mal, sowohl was die Qualität, auch die Unterstützung der Jungs betrifft, auch für die neue Saison gut gerüstet. Ein Ausblick auf die neue Saison. Welche sportlichen Ziele habt ihr dort? Ja, also ich denke, das werden wir jetzt natürlich mit den Spielern erst erarbeiten. Wir möchten ein Stück weit, dass diese Zielstellungen auch aus den Mannschaften heraus sich erarbeitet werden. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich mit den neuen Spielklassen U15 Regionalliga, U14 Landesliga ja schon wissen, dass wir erstmal ankommen müssen, dass wir dort auch ein Stück weit Demut haben sollen in den Aufgaben, die uns erwarten. Und wir werden auf alle Fälle alles dafür tun, sag ich mal, dass wir auch den Verein in allen Bereichen würdig vertreten. Und welche infrastrukturelle Ziele habt ihr? Infrastruktur in verschiedenen Bereichen. Erstmal muss ich sagen, ein herzliches Dankeschön an den Vorstand, der uns auch in der letzten Saison in vielen Bereichen unterstützt hatte. Jetzt aktuell planen wir ein Stück weit auch die weitere Umgestaltung am neuen Nachwuchsleistungszentrum. Da gibt es ein paar interessante Höhen und Tiefen, wo wir auch, ich glaube, auch viel, viel im Bereich der Athletik noch an Veränderungen hervornehmen können, was unsere Arbeit dann dort erleichtern wird. Des Weiteren ist natürlich von der Stadt gerade das Sport- und Freizeitzentrum im Bau. Auch da hoffen wir, gute Regelungen zu finden, dass wir vielleicht dieses Jahr schon die ein oder anderen jungen Veilchen auf dem Kunstrasenplatz spielen lassen können. Das ist unser Wunsch und nichtdestotrotz haben wir auch viele weitere Ideen, wo wir natürlich auch hoffentlich viele Helfer finden und auch viele Partner, die uns in diesem Weg unterstützen. Dafür und für die sportlichen Ziele wünsche ich mir euch viel Erfolg. Besten Dank, Ronny. Danke.